Es gibt die Tage, da funktioniert einfach gar nichts. Heute Vormittag mal so ein Duathlon machen auf Swift und hatte mir da was rausgesucht und bin da schon bei der Beschreibung irgendwie nicht ganz klar gekommen, weil da stand eigentlich immer nur was von dem Lauf und dann nicht mehr, wie lang die Bike-Strecke ist und dann der zweite Lauf, also da bin ich irgendwie nicht klar gekommen und dann habe ich mich einfach angemeldet und ja, wollte dann einfach loslaufen und habe es wie immer bei mir nicht pünktlich zur Startlinie geschafft, also hatte dann noch so ein paar technische Schwierigkeiten und bin eine Minute später losgelaufen. Dann ist das Laufband noch mal kurz ausgefallen und dann habe ich meine 5 Kilometer durchgezogen. Aber nach 5 Kilometern kam dann keine Ziellinie. Also irgendwie war ich dann scheinbar doch nicht in dem Rennen drin. Ich wollte es eigentlich auf dem Rechner machen, aber irgendwie muss ich auf dem Handy noch eingeloggt gewesen sein. Deswegen ging es auch nicht. Also wirklich alles total blöd. Jetzt sitze ich einfach noch mal auf dem Rad und mir ist eingefallen, dass mir nur noch ein paar Höhenmeter fehlen, um mein Thronbike zu bekommen. Jetzt also hier noch ein paar Höhenmeter schrubben und dann habe ich zwar keinen Wettkampf, aber zumindest ein neues virtuelles Fahrrad. Also insofern verschiebe ich mein Projekt. Mal gucken, ob ich es dann irgendwie nochmal nachhole. Ich habe noch so ein bisschen Bildmaterial, was ich jetzt einfach hinten ranklatsche und vor allem habe ich zuletzt auch ein bisschen, weil meine GoPro kaputt war und die eingeschickt hatte und deswegen halt draußen unterwegs schlecht filmen konnte, nochmal meine andere Kamera, die DJI Osmo, rausgeholt. Da zeige ich euch nochmal ein paar Bilder, falls ihr da überlegt, ob das vielleicht eine Option ist für euch. Gerade im Sport ist doch eine GoPro viel, viel cooler, einfach weil sie nicht so filigran und sensibel ist. Die GoPro ist mir schon ein paar Mal runtergefallen und die DJI Osmo wäre dann, glaube ich, kaputt. Also heute einfach Sammelsurium, chaotisch, so wie mein Tag heute. Schaut es euch an oder auch nicht. Irgendwann kommt mal wieder ein bisschen was Strukturiertes. Bis dann. Ciao, ciao. Vielleicht habt ihr das gemerkt, die letzten Videos habe ich gar nicht mehr draußen gefilmt. Es liegt auch daran, dass meine GoPro gerade eingeschickt ist und da hoffentlich repariert wird. Die hatte ja zuletzt so ein bisschen verwaschene Filme, Aufnahmen gemacht, so ein bisschen verruckelt, also sah alles irgendwie nicht so schön aus. War ein bisschen mühselig, da mit dem Support zu verhandeln, bis sie eingesehen haben, dass es nicht die Qualität ist, die sie, glaube ich, sonst so versprechen. Ja, und deswegen mehr Videos zu Hause, beziehungsweise jetzt habe ich hier nochmal meine andere Kamera, so eine DJ Osmo Pocket rausgeholt. Die hatte ich damals mal auch gekauft und ausprobiert, fand ich eigentlich ganz cool, aber so beim Unterwegssein, also beim Joggen geht's, aber auf dem Fahrrad ist die dann doch zu filigran und ja, man kann die nicht so gut in der Hand halten, beziehungsweise hat ständig Angst, wenn die einmal runterfällt, dann ist sie eigentlich kaputt, aber ja, jetzt so, wenn ich hier mein Rad schiebe und dabei gehe, dann geht's eigentlich. Denn immer nur drin filmen ist dann irgendwie auch langweilig. Bei der DJI Osmo Pocket ist eigentlich ganz cool. Also ihr habt so ein kleines Display, da könnt ihr dann auch ungefähr sehen, was ihr gerade filmt. Und müsst es nicht erraten. Ihr könnt dann auf den einen Button dreimal klicken, dann dreht sich der Kopf.
Und ja, schaut nach vorne. Und es ist halt auch so ein Gimbal, also der sieht ganz lustig aus, der dann, wenn ich jetzt hier die Kamera bewege, dann sich halt so ein bisschen mitbewegt. Sieht so ein bisschen aus wie E.T. Jetzt wird es langsam spannend, jetzt komme ich meinem Thronbike entschieden näher. Mal schauen, was gleich passiert. Also noch 80 Höhenmeter, das wäre dann wenigstens eine Sache, die heute funktioniert. Zieht sich noch ganz schön hin. Muss der jetzt mal kommen. Ist wahrscheinlich wie beim Duathlon eben. Es kommt einfach keine Ziellinie. Also alle spätestens bei 500 Höhenmeter müsste es sein. Oder ich habe mich total verrechnet. Also noch 10 maximal. Ach, da ist es. Kann man das eigentlich während der Fahrt auch auswechseln? Mal gucken. Nee, also während der Fahrt geht nicht. Aber dann schieße ich jetzt das Ding hier ab und mache jetzt noch den zweiten Lauf. Dann habe ich dieses für mich nochmal meinen Duathlon gemacht. Und dann, ja, war der Tag nicht für mich, für die Tonne.